Ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Mein Name ist Boris Renne-Engel. Ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass mein Kanal nach so vielen Jahren anfängt wieder zu wachsen. Ich begrüße dich als neues Mitglied in meinem Kanal. Das freut mich sehr. Abonnenten, sag mal. Ich finde es wunderbar, aber das liegt nicht an mir, an meiner Person, sondern das liegt an den beiden da. An dem Obelix und an dem Brokkusch, weil die sind für meine neuen Zuschauer wesentlich interessanter als ich. Und das kann ich auch gut verstehen, weil das sind einfach super Hunde beide. Und Hunde sind für mich eigene Seelenanteile. Das heißt, die sind für mich mehr als Familienmitglieder. Das ist für mich die Seele. Für mich ist die Seele nicht, wie das die Wissenschaft vorsieht, also praktisch die Psyche nur. Für mich ist die Seele unser Gott selbst, das höhere Selbst, unser göttlicher Anteil auf einer höheren Dimension. Das heißt ganz einfach, wir als höheres Wesen, als ein Engelwesen, erfahren uns im Menschsein, wenn wir praktisch in unserem Alltag unterwegs sind. Das ist einfach eine Erfahrung. Wenn wir das Weltenspiel ansehen, die Weltenbühne, ist gestern am 17. November 2024, ja, ein neues Ereignis eingetreten. Gestern war praktisch dieser Volkstrauertag von uns Deutsche, wo wir über die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs trauern sollten. Ja. Mir stockt auch ein bisschen die Stimme bei dem Thema, weil das einfach ein Thema ist, das mich schon von Kindesbeinen prägt, auch belastet hat. Das hat einfach damit zu tun, weil ich aus einer Soldatenfamilie komme, aus einer stolzen Ahnenreihe, die man nachverfolgen kann. Zu meiner Ahnenreihe gehören auch Bergleute, Kaufleute, Selbstständige, Handwerker. Ja, dementsprechend ist es so. Gott sei Dank ist von meinen unmittelbaren, selbsterlebten Großvätern niemand im Zweiten Weltkrieg gefallen, obwohl sie alle von beiden Familienseiten her im Zweiten Weltkrieg gedient haben. Ja, tapfer gekämpft haben fürs deutsche Volk. Und nach Erzählungen meiner beiden Großväter auch bis zum Schluss gekämpft habe, tapfer und entschlossen. Was auch immer das aus heutiger Sicht bedeutet. Ich mag auf die Thematik auch nicht weiter eingehen, weil es, wie gesagt, ja auch familieninterne Sachen sind. Jedenfalls ist es auch so, dass sich auch Familienmitglieder im Widerstand befanden und das, ja, macht mich auch sehr stolz. Das heißt, die haben auch Opfer erbracht, weil sie auch gegen den großen Diktator der damaligen Zeit rebelliert haben. Und das, wie gesagt, macht mich sehr stolz. Es ist, wie es ist, und dennoch sind es unsere Gefallene. Und da ist es wichtig, die zu betrauern. Ja? Und wie man sieht, haben die meisten Menschen in meinem Volk nach meiner Wahrnehmung diese Botschaft, um die es eigentlich geht, nicht verstanden. Weil ansonsten, wenn sie wirklich trauern würden um die Männer, die auf den Friedhöfen liegen, ja? Ich habe immer ein Grab im Kopf, das in Ludwigshafen ist, in Mundenheim, auf dem Friedhof. Da liegen mehrere unbekannte Soldaten ohne Namen. Das heißt, die wurden hinterher noch nicht mal mehr erkannt, wer das war. Bedeutet, kaum haben wir die Leichen der Gefallenen beerdigt, haben sehr viel Heilarbeit in der Familie geleistet, um dieses Trauma aufzuarbeiten. Und dann haben wir Kapazitäten wie zum Beispiel der Herr Merz,
der für BlackRock tätig ist. Das ist keine Verschwörungstheorie mehr, das kann jeder nachlesen. Das steht auch mittlerweile schon in öffentlichen Zeitungen drin, die man am Kiosk kaufen kann, dass das so ist. So als ob das ganz normal wäre. Noch vor 15 Jahren hätten die einen Skandal in der Bild-Zeitung gehabt, spätestens. Heute wird das so getan, als ob das so ganz normal wäre. Und mich stimmt es wirklich traurig, dass dieser Mann, aber es ist nicht anders zu erwarten, von solchen Wesenheiten, von solchen Schattenwesen, damit spreche ich praktisch die Seelenqualität dieses Mannes an, nach meiner Wahrnehmung. Er dient bestimmte Kräfte, aber mit Sicherheit nicht Deutschland und mit Sicherheit auch nicht den Bürgern in diesem Land. Weil das sieht man ja daran, dass mittlerweile das Wahlversprechen, sein Wahlversprechen, ist der Krieg mit Russland. Dazu habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link gemacht, damit es auch jeder nachvollziehen kann. Ja, in einem Stern-Interview hat er gesagt, dass er Russland ein Ultimatum setzt, weil er dann die Taurus-Marschflugkörper liefern wird. Wisst ihr, mir kommt das einfach als ein Freund, mehr als ein Freund der Demokratie, weil ich habe auch ein Eid bei der Bundeswehr geleistet aufs deutsche Volk und auf unsere Verfassung, auf unsere demokratische, die ich tapfer und entschlossen zu verteidigen habe. So wahr mir Gott helfe. Und da ist es einfach so, ich bin auch ein Hüter unseres Grundgesetzes und unserer Demokratie, weil wir leben in einem super Land und wir haben es nicht verdient, dass wir Politiker bekommen, die jetzt schon im Mainstream als Kanzler verkauft werden, ja, damit praktisch der Deutsche in seinem Bewusstsein kaputtgeschossen wird, K.O. geschossen wird, wie sie es auch mit unserem Corona-Zirkus betrieben haben, damit klar ist, der Mann ist der Kanzler. Das ist mit Sicherheit die schlechteste Wahl, die wir treffen können. Dementsprechend liegt es ja an euch, wenn ihr wählt. Und jeder sollte wählen gehen, auch wenn ich ein spiritueller Mensch bin und ich nur Gott diene und Gott als oberste Instanz und Hierarchie in mir gewählt habe und in meinem Leben. Das heißt, an erster Stelle bin ich Gott verpflichtet und ansonsten gar keinen Menschen und dann kommt lang, lang nichts, sondern Gott und Jesus Christus als die Brücke. Und dementsprechend lebe ich und richte mein Leben danach aus, wobei die Sicht auf den Christus für mich eine universelle Sicht ist. Ich sehe praktisch, dass in den beiden Kirchen, in den beiden christlichen Kirchen, die wichtig sind für uns, selbstverständlich auch die Schattenseiten, die nach oben kommen. Und dennoch ist es so, Jesus Christus sagte, ich gründe diese Kirche auf meinem Stein. Und deshalb bin ich auch noch Kirchenmitglied, auch wenn ich ein hochspiritueller Mensch bin. Das verstehen wiederum viele Menschen nicht, aber ich muss das verstehen, weil ich bin Protestant, das heißt Revoluzer, ja. Und ich bin von Martin Luther vollständig und vollkommen überzeugt, der damals etwas ganz Großes reformiert hat. Und ich sehe mich als kleinen Reformator in meinem Leben, in den Bereichen, in denen ich wirke. Als Ehemann, als Vater, als angenommener Vater, als Freund und selbstverständlich auch im beruflichen Feld, ja, sehe ich mich als Reformator, weil ich kann mich nicht damit abfinden, damit Dinge geschehen, die für andere Menschen schmerzhaft sind. Das ist eben so. Der Schmerz ist nicht vermeidbar. Und die Veränderung ist die größte Konstante im Universum. Es ist einfach so, ich stehe für Veränderung, egal wo ich hinkomme und einen Fuß hinsetze, geht es ganz schnell, die Veränderungen treten ein. Und das macht eben viele Menschen Angst. Und wie auch immer, ich bin ein Reformator. Ich sehe mich auch so, ja, als kleiner selbstverständlich. Ich bin nicht Martin Luther, ich bin Boris René Engel und ich kann nur in meinem Leben wirken. Was das militärisch bedeutet und dass es immer wieder spannend ist, wie sich doch auch die
Geschichte, die dunklen Tagen der deutschen Geschichte anscheinend in diesem Finale wiederholen, sprechen Politiker wie der Herr Merz und auch andere Kapazitäten, die ebenfalls bestimmten Kräften dienen, preisen die deutschen Wunderwaffen an. Ja? Und da fällt mir das wie Schuppen vor den Augen, ja, dass wieder mit deutschen Wunderwaffen gedroht wird, Russland gedroht wird und immer noch solche Wunderwaffen der NATO und der EU, ja, und Amerika von den USA hochgelobt werden als Waffensysteme, als Wunderwaffen, die ein Gamechanger in der Ukraine sind. Ich finde es sehr traurig, weil jeder Militärexperte und auch jeder Soldat, der seine Wehrpflicht gemacht hat in der Bundeswehr, die ja übrigens abgeschafft worden ist, der weiß, dass man eine Superatommacht nicht konventionell besiegen kann und Russland erst recht nicht. Ja, und von dem abgesehen ist es einfach so, es ist traurig, damit deutsche Politiker überhaupt sich wagen, nach dieser Vergangenheit, die wir haben, definitiv unser geistiges Erbe, unseren Schatten, ja, weil wir sind ja schon einmal durch den Adolf Hitler dem Satan unterlegen, der hat das deutsche Volk verführt und daraus aus Europa und Russland ein Massengrab gemacht. Und dementsprechend ist es einfach so, wir haben eine Verpflichtung, jeder Deutsche hat die Verpflichtung, sich für den Frieden einzusetzen. Wenn ich allerdings den Menschen zuhöre, wie sehr sie doch Russland hassen und den Putin hassen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja? Auch spannend ist, ich weiß nicht alles über Putin, ich weiß nicht alles über Russland. Ich weiß, dass wir eine Menschheit sind, ja? Und dass jeder Mensch zur Menschenfamilie gehört. Das ist einfach so. Ja, und ich habe mir die Aufgabe auf die Fahne geschrieben, für Kriegsflüchtlinge ein Heim zu geben, für Menschen eine Zukunft zu bauen in unserem Land, die das benötigen. Und das habe ich schon erfolgreich gemacht mit meiner Frau. Das werden wir immer wieder tun, dass wir uns um Kriegsopfer kümmern, um Flüchtlinge kümmern. Wobei ich kein Gutmensch bin und das auch nicht einseitig sehe. Wir brauchen auch eine andere Innenpolitik, wo einfach Straftäter bestraft werden, egal woher sie kommen. Und wenn sie hier Gäste sind, haben sie das Recht, nachdem sie andere Menschen umgebracht, vergewaltigt, gebrandschatzt haben, haben sie die Möglichkeit auf ein faires gerichtliches Verfahren und dementsprechend sich vor Gericht zu verantworten. Und das ist das, worum es geht, weil das ist Rechtsstaatlichkeit und das ist auch ein wichtiger Grundsatz in der Demokratie, Gerechtigkeit. Und hier brauchen wir einfach Menschen, die sagen, okay, bei uns sind Flüchtlinge willkommen, Menschen, die vor Gewalt, Verbrechen, Vergewaltigung, Mord und Totschlag fliehen, haben wir eine Heimat zu sein. Ja, und das nehme ich ganz offensiv in Angriff. Und da haben ich und meine Frau, meine Familie, haben da sehr große Gewinne erzielt für unsere Gesellschaft. Ich kann darüber jetzt nicht im Detail sprechen, weil es eben auch Datenschutz ist. Wer mich kennt in meinem Umfeld, der weiß das, um was es geht. Und dementsprechend handle ich als Mensch aus Liebe. Themawechsel, Prophezeiungen. Ich habe einfach nicht die Zeit aufgrund von beruflichem Feld und Aufgabe und Familie und alles, was ich sonst noch durchs Leben bewege, ist es einfach so, ich habe nicht die Zeit, Videos zu machen, die umfangreich sind. Das ist auch nicht meine Hauptbeschäftigung. Ich bin als YouTuber auch nicht auf das Geld angewiesen. Ich möchte auch nicht diese Daumenkultur haben. Ich möchte auch nicht 500.000 Abonnenten, wobei es schön wäre, aber das wird sehr wahrscheinlich nie eintreten. Für mich ist es wichtig, dass ich für mich und die Menschheit meinen Beitrag leiste. Auch in YouTube, ja. Dinge anspreche, die andere sich nicht trauen anzusprechen. Und ja, mir wird vorgeworfen, ja, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist so das Wording, das ich immer wieder habe. Obelix, geh mal in dein Bett.
Leg dich hin. Hinlegen. So ist prima. Und dementsprechend ist es mir einfach wichtig, auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Ja, es wird Zeit, dass wir vom Prinzip eine andere Politik bekommen. Wenn ich mir die Politik der AfD anschaue, hat es natürlich auch lichtvolle Seiten und Schattenseiten, so wie alles. Wenn ich mir aber die Politik der Politikschauspieler der Ampelregierung und zuvor von der GroKo anguckt, die das Ganze schön vorbereitet hat, in verschiedene Themenschwerpunkte, da wird es mir schlecht, tut mir leid. Da wird es mir schlecht und deswegen ist für mich es an der Zeit, dass die Partei, die in der Corona-Zeit die meiste Oppositionsarbeit wirklich gestemmt und geleistet hat, zu unterstützen. Ja, ein Kamerad von mir ist der Benjamin Haupt, den ich auch schon jahrelang kenne, ist ein Freund von mir und ich stehe zu meinen Freunden, das ist einfach so. Und ich habe damit auch kein Problem und wenn ihr damit ein Problem habt oder andere Menschen damit ein Problem haben, ist es euer Problem. Das ist Fakt. Für mich ist es so, die AfD ist eine demokratische Partei, ja? Und die Dinge, die dort im Wahlprogramm stehen, die ich gelesen habe, studiert habe, damit mich beschäftigt habe, das ist das, was die CDU vor 15 Jahren noch forciert hat. Von dem abgesehen, ich bin kein politischer Mensch, aber auch hier nehme ich meine Verantwortung wahr, zu sehen, was ist und nicht ist. Dementsprechend stehe ich dazu. Ich stehe für mein Leben ein in alle Bereiche und zu allem, was ich sage, zu allem, was ich denke, zu allem, was ich rede, zu allem, was ich fühle. Ja? Und es ist einfach so. Und ich bin stolz auf mich. Ich finde es gut, zu mir selber zu stehen. Ja? Wobei die Hoffnung letztendlich, dass irgendeine Partei oder irgendein Politikschauspieler, weil das ist eine Bühne, das Leben ist ein Schauspiel, irgendwas verändern wird, das halte ich für ein Gerücht. Ja, die Politik kann die Probleme, die wir in unserem Leben haben, die Probleme, die wir im Weltenspiel haben und die Probleme, die wir in Deutschland haben, nicht lösen. Das können die nicht. Das können nur wir an der Basis, indem wir uns für den Frieden entscheiden und für den Frieden in unseren Lebensbereichen einstellen. Und das sind wirkliche Taten. Die wirklichen Taten dieser Zeit sind Gebet, Meditation, das Nutzen von zum Beispiel von Affirmationen, die uns Jesus gelehrt hat, zum Beispiel ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wir Deutsche, wir haben immer das Pech, dass wir keine politische Nation sind, wir sind eine geistige Nation, wir haben ein deutsches Kulturerbe, ja? Wir haben ein deutsches Geisteslebe, wir sind eine Kulturnation, in der es einen Mozart gegeben hat, einen Schiller gegeben hat, einen Goethe gegeben hat. Und das ist unser geistiger Auftrag. Ja? Das ist unser gemeinsamer Auftrag, uns wieder bewusst zu werden, wer wir sind. Es gibt kein Volk, das sich ständig in Frage stellt. Das tun nur wir Deutsche. Ja, und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt praktisch sagt, okay, für mich ist die Politik der Schwerpunkt. Nein, der Schwerpunkt in meinem Leben bin ich selbst und meine Spiritualität, meine geistige Anbindung an Christus, an den Erzengel Michael und an die göttliche Quelle, an Gott selbst. Und alles andere spielt für mich weniger eine Geige. Ja? Trotzdem finde ich es wichtig, wählen zu gehen und darauf zu vertrauen, dass die Menschen, die man da wählt, auch das dementsprechend ändern, weil die Politik gehört zur Welt dazu. Ja? Jeder kann wählen, was er auch immer wählt. Das muss jeder wissen. Ich war auch jahrelang nicht wählen, bis ich für mich gemerkt habe, es ist für mich nicht mehr stimmig und ich gehe jetzt wieder wählen politisch. Aber die Politik kann nichts ohne uns Bürger tun. Ja, das kann sie nicht. Wir haben für den Frieden einzutreten. Wir haben für den Frieden auf die Straße zu gehen. Das ist unsere Aufgabe als Deutsche, zu sagen, nein, wir setzen uns für den Frieden ein. In alle Bereiche unseres Lebens. Und das heißt ganz einfach, sich auch selbst Grenzen zu setzen und zu sagen, stopp, ich sehe nicht weiter.
Das möchte ich nicht. Ich möchte Übergriffe in meinem Leben nicht haben. Und dementsprechend haben wir für uns und unsere Grenzen tapfer entschlossen einzustehen. Das habe ich auch in der Corona-Zeit gemacht. Immer wieder ein friedliches Nein reicht doch vollkommen. Es reichen vollkommen friedliche Mittel aus, die wir in der Demokratie ausschöpfen können. Und das ist meine Einladung. Setzt euch für den Frieden ein. Aber vielmehr setzt euch für den Frieden in euch selber ein. Wo wir bei dem Thema Ängste sind, wenn man die Medien konsumiert, wenn man sich das anschaut, was in der Welt passiert, in diesem Weltenbühnenspiel, kann ich entscheiden, wie weit beschäftige ich mich damit und wie weit nicht. Wann steige ich ein, wann steige ich aus? Ja, ich möchte auch nicht in einer auf Meditationsteppich leben. Ich möchte mich mit den Realitäten des Lebens konfrontieren und auseinandersetzen. Deswegen mache ich auch diese YouTube-Videos für mich in erster Linie und natürlich auch für euch. Wobei durchschnittlich wird von mir ein Video 2 Minuten 19 Sekunden angeschaut. Das ist okay. Ich finde es interessant, dass so viele Menschen das 2 Minuten 19 ertragen können, was ich zu sagen habe, im positiven Sinn, im lichtvollen Sinn. Und das ist die Einladung. Nehmt demokratische Mittel wahr, um friedliche Mittel, um euch zum Ausdruck zu bringen. Themawechsel. Prophezeiungen. Das ist übrigens meine Donald Trump-Tasse. Never surrender, gib niemals auf. Das war die Tasse zur Wahlkampagne 2024. Und was soll ich sagen? Mein Lieblingsschauspieler auf der Bühne ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und er wird viele Veränderungen bringen. Vor allen Dingen wird er die Wahrheit nach oben treiben. In allen Themen, die wir in den letzten 15, 20, 30 Jahre gesehen haben oder vielleicht noch weit darüber hinaus, weil das ist letztendlich seine Aufgabe von Gott. Jeder hat seine Aufgabe von Gott. Es gibt keinen Unterschied, nur sitzt er eben in der Weltenbühne auf dem Thron, scheinbar, wobei es mehr um geistige Kräfte im Hintergrund geht, aber das geht jetzt zu weit. Prophezeiungen, ja. Verwerft alle Prophezeiungen. Bis auf eine, und die beschreibt der Armin Riese hier in diesem Buch. Und plötzlich große Klarheit, positive Prophezeiungen für die heutige Wendezeit. Und wir leben in der Wendezeit, und dieses Buch lege ich euch ans Herze. Und da geht es vor alle Dinge auch um die Messias-Prophezeiung. Und um die Prophezeiung der Marienerscheinungen in Garabandal. Darum geht es. Hey Jungs! Jungs, geht mal in euer Bett! Bett! Und aufhören! Brokkusch, geh in dein Bett! So her! Nein, da in dein Bett! Hinlegen! Dankeschön! Danke, meine Herren! Ja, ihr seht, mein Leben ist ein Abenteuer. Und da es ein Abenteuer ist, beschäftige ich mich auch mit lichtvoller Sache. Hier ist zum Beispiel eine Kerze, die ich extra für dieses Video bestellt habe für uns. Und da ist einfach ein Text zu sprechen. Entzünde ein Licht. Entzünde jeden Tag um 18 Uhr Ortszeit, gleich wo auf der Welt du dich befindest, ein Licht. Das mache ich nicht um 18 Uhr, das mache ich gelegentlich, wenn ich das für stimmig halte. Wobei es auch eine schöne Einladung ist, ja, das zu tun. Zweitens, entzünde die Kerze mit den Worten: Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin das Leben. Für Frieden, Freiheit und Vergebung entzünde ich dieses Licht. Gott ist mein Schild und die Wahrheit ist mein Schwert. Danach kannst du gerne auch eigene Worte hinzufügen. Lass dich von deiner Seele inspirieren. Er ist wunderschön gemacht, ja, hier so eine schöne Anleitung, etwas wirklich Lichtvolles zu tun. Und dementsprechend werden wir das jetzt tun, wenn ich jetzt das Feuerzeug finde.
Und dann machen wir einen Cut und ich hole Feuerzeug. Ich hab's doch in der Hosentasche, nur eben in der anderen. Aber so ist es neben. So, seht ihr? Und schon haben wir lichtvoll etwas gemeinsam getan und darum geht's. Weil das sind wirkliche Taten in dieser Zeit. Und das stellen wir jetzt an den Kamin. Und darum geht's. Lichtvolle Taten vollbringen. Und das sind wirkliche Taten in dieser Zeit. Weil, wie gesagt, wir Deutsche haben nur noch einen geistigen Auftrag. Wir sollten von Politik, wir sollten von Krieg die Finger weglassen und uns mit unserem geistigen Erbe, unserer Kulturnation und mit Jesus Christus beschäftigen. Ja? Und wie gesagt, ich bin davon nicht überzeugt, dass Politiker in unserem Land was verändern können. Wir können das selber in die Hand nehmen. Und dazu sind wir auch laut Grundgesetz verpflichtet, uns für die Demokratie einzusetzen. Ja. Nächstes Buch, Gelassenheit im Sturm. Das hat da Jan Johannes Kassel bekommen, übermittelt bekommen von der geistigen Welt. Da bin ich gerade dabei, ergreife Eigeninitiative. Ergreife Initiative. Experimentiere mit deinem Leben. Verbessere zunächst Dinge, die es schon gibt. Sei zuerst ein guter Nachahmer, am besten der Beste. Im zweiten Schritt vertraue dir, erschaffe Dinge, die es noch nicht gibt. Ich würde jetzt sagen, stelle die Dinge, die du tust, auch in Frage. Doch sei dabei selbstbewusst. Womöglich stellt sich der Erfolg nicht sofort ein. Ja, deswegen heißt es auch Erfolg. Es ist vorher etwas zu tun. Sich vollkommen hinzugeben. Aber daraus kommt dann der Erfolg. Dann bleibe dabei. Gib nicht auf, sondern lass dich von deiner inneren Stimme führen. Durch deine innere Stimme offenbart sich Gott. Das ist die leise Stimme. Das ist der Schlüssel für dein Glück. Du bist ein Riese und hältst dich ein ganzes Leben lang für einen Zwerg. Bist du damit glücklich? Also ich bin damit nicht glücklich. Ich bin auch kein Zwerg. Ich bin ein sehr präsenter Mensch. Und wenn ich in meine Kraft gehe, das können manchmal auch Menschen, die um mich rum sind, nicht einordnen, weil dann geht es halt vorwärts, ja, und dann strahle ich auch etwas aus. Das ist so, das ist Fakt, das ist einfach mein Inneres, das ist eine Ausdrucksform meiner Seele. Und das ist doch wunderbar, ja. Und darauf habe ich auch keinen Einfluss, weil meine Seele schaltet das einfach frei, das ist wie wenn du den Lichtschalter anmachst. Auf der anderen Seite habe ich auch ein großes Ego, das habe ich auch. Weil ohne Licht kein Schatten, ohne Schatten kein Licht. Ja, und darauf bin ich auf mein Ego auch stolz. Das gehört zu mir. Das ist auch mein Antrieb, der dafür sorgt, dass sich meine Seele auch erfährt, dass es sich verstoffwechseln kann. Gut. Dementsprechend bleibt orientiert. Lasst euch nicht von diesem Weltenspiel beeindrucken, denn nach meiner Wahrnehmung wird es keinen dritten Weltkrieg geben, weil das nicht im Sinne der Menschheit ist und weil hier auch lichtvolle Kräfte im Hintergrund arbeiten für uns, mit uns arbeiten. Nur es ist eben wichtig, dass wir uns anbinden durch Gebet, Meditation zum höheren Selbst, durch Affirmation und durch immer wieder Erlösen von Ängsten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut und gerne wieder weiter abonnieren, weil die zwei Herren, die werden euch und mich auf diesem Kanal weiter begleiten. Ich verabschiede mich und glaubt an euch, glaubt an den Frieden, glaubt daran, dass wir eine lichtvolle Zukunft haben und lasst euch nicht von diesen bestimmten Kräften in die Knie zwingen.
Wir sind die Kinder Gottes. Ciao.